Hi und herzlich willkommen, schön, dass du reingeschaltet hast. Heute möchte ich gerne mit dir die Fläche des Kreises berechnen und das Ganze ohne Taschenrechner. Und zunächst erst einmal schreiben wir uns die Grundformel für die Fläche des Kreises hin. A ist gleich r Quadrat mal Pi. Okay, als nächstes, r steht für Radius. Hier steht der Radius, 5 cm. Das heißt also 5 zum Quadrat Zentimeter. Wir müssen auch das zum Quadrat nehmen. Und das mal Pi. Und nun bedeutet das für uns, wenn wir eine Zahl zum Quadrat nehmen, steht nichts anderes da als 5 mal 5. Diese Zahl gibt an, wie oft ich diese Zahl mit sich selbst multiplizieren muss. Das heißt also 5 mal 5 macht 25 Quadratzentimeter und das Ganze mal Pi. Und wenn ihr da keinen Taschenrechner habt, merken wir uns immer die Zahl 3,14 als Näherungszahl. Also das Ganze mal 3,14. Und nun muss ich das Ganze noch schriftlich multiplizieren. Und dafür nutze ich den Trick, weil ich hier drei Zahlen und hier zwei Zahlen habe, dass ich das einmal drehe und folgend aufschreibe. Das heißt also 3,14 mal 25. Jetzt multiplizieren wir das einmal schriftlich miteinander. Und ihr wisst, Strich unten drunter und wir fangen mit der 2 an. 2 mal 4 macht 8. 2 mal 1 macht 2 und 2 mal 3 macht 6. 5 mal 4 macht 20, merke 2. 1 mal 5 ist 5 plus 2 macht 7. Und 5 mal 3 ist 15. Und wir schreiben die 15 unten drunter. Jetzt müssen wir das Ganze noch addieren. 0, 7 plus 8 macht 15, merke 1. 5 plus 1 macht 6 plus 2 macht 8. Und 1 plus 6 macht 7. Und damit sind wir schon fast fertig. Und wir schauen uns noch an, wie viele Kommastellen wir hier oben insgesamt haben. Und zwar haben wir hier 1, 2 und hier hinten haben wir keine. Das heißt also 2 Kommastellen. Wir verschieben von hier hinten um 2 Stellen das Komma nach links und kommen auf 78,5. Und somit haben wir auch schon das Ergebnis für die Fläche unseres Kreises. Und zwar 78,50 Quadratzentimeter. Das Ganze noch zweimal unterstreichen und damit sind wir auch schon fertig. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Beispiel ein wenig helfen. Lass gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.